Wie schafft es dieser Riesenochse mit über 300 Kilo Fleisch auf den Spieß? Der Ochsenbraten ist eine echte Delikatesse und mit das Teuerste, was man auf dem Oktoberfest essen kann. Gut Karlshof bei München. Der größte Ochsenmastbetrieb in Bayern und Heimat der Oktoberfestochsen. Rund 600 Tiere stehen hier in den Ställen. Doch bis aus diesem Stier ein echter Oktoberfestochse wird, dauert es noch einige Zeit. Zuständig für die Aufzucht ist Landwirt Stefan Liebert. Allein für das Oktoberfest braucht er 110 Tiere. Auf einer Auktion muss er die besten Stierkälber finden und dann hochpäppeln. Vor der Versteigerung haben alle Bieter die Möglichkeit, die Tiere genauer unter die Lupe zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt sind sie ungefähr 6 Monate alt. Also wir schauen jetzt da bei dem, der uns jetzt da zum Beispiel anschaut, auf die klaren Augen und auf den relativ sauberen Fell und vom Rahmen her, dass er doch sehr breit dasteht. Also da wird man am Preis mitgehen bis 740, 750 Euro, was wir sicher zahlen müssen, weil sonst bekommen wir es nicht. Der Mindestpreis pro Jungstier liegt bei 650 Euro. Mehr zahlen die Landwirte nur, wenn auch das Gewicht stimmt. Dann die Versteigerung. Alle 2 Wochen können die Landwirte hier ihr Glück versuchen. Wir haben uns beim Durchgehen die Gruppe 20 und die Gruppe 38 als unsere Favoriten erklärt. Und die möchten wir dann steigern, weil da das Geburtsdatum und das Gewicht am besten zusammenpassen. Denn je jünger und schwerer, desto besser. Die ersten Bieter steigen bei 650 Euro ein. In Sekunden schnellt der Preis nach oben. Stefan Liebert geht mit und bekommt den Zuschlag. Also, wenn wir merken, dass einer mit hochsteigert, dann ist es im Gefühl zu haben, wie weit wir da mitgehen. Die steigern dann natürlich hoch, wenn sie merken, dass man die unbedingt will. Dann hören die nicht auf, dann steigert immer wieder einer mit. 745 Euro pro Stierkalb. Insgesamt hat er über 30.000 Euro in einer halben Stunde ausgegeben. Die ersten 46 Masttiere fürs Oktoberfest nimmt er direkt mit in den Zuchtbetrieb. Ja, ich mache jetzt hier die Eingangskontrolle der Tiere. Ich halte hier in der Hand den Rinderpass. Das ist wie der Personalausweis bei uns Menschen, wo genau festzustellen ist, wo das Tier geboren worden ist, wo es aufgewachsen ist und wie alt es ist. Und auf der Rückseite kann man auch sehen, in wie vielen Betrieben das Tier war bis zur Schlachtung. Die Zeit läuft. Für die nächsten 6 Monate bekommen die Tiere ein Spezialfutter. Nur so können sie jeden Tag 1 Kilo zunehmen. Und nur so werden aus diesen Kälbern solche Ochsen. Das Futter besteht aus Mais, Resten vom Bierbrauen, Getreide, Rapsschrot und Heu. Das Wichtigste an der Ration ist das Heu. Das lässt sie wiederkauen und dadurch die Nährstoffe am besten verwerten. Ein Futtermischer versorgt die Tiere mit genügend Essen. Insgesamt bekommen die Stiere täglich 18.000 Kilo serviert. Aber noch stehen in den Ställen Stiere, keine Ochsen. Jetzt muss dieser Mann ran. Laszlo Boda ist Tierarzt und kastriert die Stiere zu Beginn ihrer Mast. Also mit der Zange wird der Samenstrang gequetscht und durchgetrennt und damit ist der Hoden entfernt. Damit das Tier nichts spürt, gibt es vorher eine Narkose. Nervös sind trotzdem alle, denn noch steht ein kräftiger Jungstier vor ihnen. Die Operation dauert nur wenige Minuten.
Die Zangenmethode soll die schmerzloseste von allen sein. Danach ist der Stier ein Ochse und darf wieder ins Freie. Ab jetzt fehlt das männliche Hormon Testosteron. Die Folge: das Tier wird weiblicher. Außerdem sind Ochsen ruhiger als Stiere. Das lässt sie fetter werden. Und Fett sorgt für den Geschmack. Das Tier lagert mehr Fett ins Muskelfleisch ein. Man spricht dann vom marmorierten Fleisch. Und das ist auch der bessere Geschmack vom Ochsenfleisch. Dann wird es Zeit für den Schlachthof. Heutzutage sind die Ochsen eher Leichtgewichte. 220 Kilogramm wiegen sie nach dem Schlachten. Früher waren es noch 350 Kilo. An den Ochsen arbeiten nur extra ausgebildete Schlachter. Im Schlachthof hat Michael Dostthaler den Weg der Ochsen fest im Auge. Vom ersten Schnitt bis zum letzten Transport. Na gut, ich achte beim Fleisch oder bei dem ganzen Teil auf die Fleischausprägung, dass in den wichtigen Teilen viel Muskelpartien sind. Das ist gut für uns und ist natürlich auch gut für den Landwirt, da er bessere Bezahlung dafür bekommt. Der Schlachter achtet besonders auf das Muskelfleisch und den Fettanteil, denn die bestimmen die Qualität. Das Siegel am Ende entscheidet, ob der Ochse aufs Oktoberfest darf. Damit das Fleisch noch besser wird, muss es jetzt ins Kühlhaus. Dort bleibt es für mehrere Tage, denn Rindfleisch braucht Zeit. Ja, nach der Schlachtung sind die Muskeln starr und wir lassen die Tiere hier bei 0 bis 1 Grad 8 Tage abhängen. So wird die Muskelstarre, löst sich hier dann wieder und es beginnt eine Reifung. Das ist wie beim Wein, der muss auch gereift werden, so muss auch das Fleisch gereift werden. Einen Tag vor dem Anstich. Im Zelt sind über 200 Bedienungen und 82 Küchenkräfte im vollen Einsatz. 7.500 Gäste werden für den kommenden Eröffnungstag erwartet. Dafür, dass in der Küche alles reibungslos läuft und der Ochse rechtzeitig auf den Teller kommt, ist Küchenchef Richard Lindermeier zuständig. Ich bin Richard Lindermeier, hier der Küchenchef in der Ochsenbraterei. Bin seit 19 Jahren hier und bin verantwortlich, dass der Ochse hier, der hier gebraten wird, auch dementsprechend schmeckt. 11 Uhr Vormittag. Der erste Grillochse des Jahres rollt an. Die größte Herausforderung für den Küchenchef ist es, dass dieser Riesenbraten gelingt, schön saftig bleibt und nicht anbrennt. Aber nicht alle Teile vom Ochsen werden komplett auf dem Grill landen. Zum Beispiel die Beine. Sie sägt der Ochsenmetzger für Suppen und Soßen ab. Genauso die Schulter. Sie muss raus, denn nur ohne sie passt der Ochse später auf den Spieß. Ungewürzt kann der Riesenochse nicht in den Ofen. Eine Spezialrezeptur macht das Fleisch noch zarter, den Ochsen noch saftiger. Die Mischung besteht hauptsächlich aus Salz. Das ist ganz wichtig, dass wir zwei verschiedene Körnungen haben, damit sich das Salz nicht zu schnell in einem auflöst und wegfließt, sondern das Grobe dann an den dicken Stellen länger drauf bleibt und dann auch die Möglichkeit hat, in das Fleisch einzuziehen. Dazu kommen noch 5 weitere Hauptzutaten: Knoblauch, Petersilienwurzel, Sellerie, Thymian und Karotte. Mit diesem Gemüse am Leib darf der erste Wiesenochse jetzt in seine Startposition auf den Grill. Doch zuvor nehmen die Metzger noch das begehrteste Stück heraus. So, das teuerste vom Ochsen ist das Ochsenfilet. Man kann es hier sehr schön sehen. Wenn man hier nach innen schaut, in den Lenden innen drin liegt dieses Filet. Und davon gibt es eben nur 2 Stück. Und das sind für das große Tier eigentlich sehr, sehr klein und deswegen auch so rar und teuer. Aber wie grillt man jetzt diesen Riesenochsen?
Die Metzger nehmen diesen Spieß. Ein spezielles Stahlgerüst, das den Ochsen für viele Stunden halten und wenden soll. Fest verschraubt und im Edelstahlkorsett geht es ab in die Kühlung. Denn das Fleisch muss die ganze Nacht ruhen, damit die Beizmischung einziehen kann. So, jetzt sind wir optimal vorbereitet. Jetzt können wir starten für morgen. Jetzt ist der Puls einigermaßen ruhig. Wir sehen, dass wir die ganze Sache gut vorbereitet haben und können morgen richtig Gas geben. Der Eröffnungstag, 7 Uhr morgens. Noch 5 Stunden bis zum Anstich. Vor dem Zelt können die ersten Gäste den Einlass kaum erwarten. Zeit für den Ochsen. Der hat gute 12 Stunden geruht und muss über einen Lastenzug in den Riesengrill. Nun ist der Ochse an seinem Bestimmungsort. Im Gasgrill muss er jetzt 6 bis 8 Stunden bei 600 Grad drehen, bis er nicht mehr rot, sondern braun und knusprig ist. Das ist auch der Startschuss für die Küche, denn der Ochse liegt nicht allein auf dem Teller. Beliebteste Beilage ist die Rotweinsauce mit Ochsenknochen, Kräutern, Butter, Gemüse und natürlich Rotwein. Bis zu 750 Liter Soße brauchen die Köche an einem Tag. Doch das ist nicht alles. Um genug Fleisch für die über 7500 erwarteten Gäste zu haben, werden weitere Variationen des Ochsen gebraten und gekocht. Denn aus dem Grillochsen bekommt man nur 400 Portionen. 9 Uhr früh. Das Sicherheitspersonal öffnet die Türen. Um die besten Plätze zu ergattern, stürmen die Besucher das Zelt. Nach 4 Minuten sind die nicht reservierten Tische in der Mitte belegt. Die Gäste wissen schon jetzt genau, was sie vom Ochsen essen wollen. Die Lende. Ja, eine Lende natürlich. Ne? Ja, die Lende. Weil es am besten schmeckt. Und den Ochsen gibt es sogar als Burger auf die Hand. Auf dem Oktoberfest heißt es dann Ochsensemmel. 12 Uhr Mittag, Einzug der Kapelle. Ab jetzt darf das Bier fließen. Auch der Grillochse ist jetzt gar. Der Koch nimmt erst die Brust, dann die Keule. Da das Fleisch von einem Tier nicht reichen wird, werden heute noch 5 weitere Grillochsen über den Tresen gehen. Insgesamt über 1500 Kilo Fleisch für die Gäste. Die Portionen kosten zwischen 14 und 27 Euro.